Welche Vorteile hat die werkseigene Güterbeförderung? Nun, sie hat Vorteile, sie hat aber auch Nachteile. Auf die Nachteile gehen wir im nächsten Video ein. Zunächst einmal hier die Vorteile. Ein Vorteil ist natürlich die Unabhängigkeit. Wenn man eine werkseigene Güterbeförderung hat, dann hat man die Unabhängigkeit von fremden Transportunternehmen. Dann der nächste Punkt, der nächste Vorteil, die Verladung erfolgt durch eigene Mitarbeiter. Und jetzt könnte man fragen, wo liegt hier der Vorteil? Nun, eigene Mitarbeiter gehen mit den Produkten durchaus anders um als irgendein fremdes Transportunternehmen, das mit irgendwelchen befristet Beschäftigten dort arbeitet. Ja, das kann einen Unterschied machen hier. Dann zusätzliche Serviceleistungen kann man hier leicht darstellen und auch umsetzen. Zum Beispiel, dass die Ware noch abgeladen wird, dass sie noch an einer bestimmten Stelle aufgestapelt wird, was weiß ich, alles Mögliche, weil es eigene Mitarbeiter sind, die dann auch das Abladen machen. Das kann man also versehen mit zusätzlichen Serviceleistungen und was dann bedeutet, möglicherweise eine Kundenbindung. Kunde hat es gern einfach und bequem und da können wir ihm was bieten, das es für ihn einfacher und bequemer macht. Und Flexibilität bei Sonderwünschen des Kunden. Ja, eine Fahrt außer der Reihe. Eine Lieferung zu einem anderen Zielort als üblicherweise. Alle möglichen Sonderwünsche können flexibel berücksichtigt werden, können flexibel umgesetzt werden. Denken Sie daran, die Alternative ist immer das fremde Transportunternehmen. Und da geht das nicht. Ja, da geht das nicht. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.